Guten Tag, liebe User bei Metropolregion Rhein-Neckar News, dem Online-Nachrichtenportal aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem heute Nacht ein 17-Jähriger von Einbrechern mit mehreren Messerstichen getötet wurde, sind wir nun hier auf dem Polizeipräsidium Rhein-Pfalz. Bei uns ist der Pressesprecher Michael Lindner und er gibt uns nun Erkenntnisse zum aktuellsten Ermittlungsstand. Es war heute Nacht um 0.30 Uhr, sind unbekannte Täter, zwei in ein Anwesen in Ranschbach, einer südpfälzischen Gemeinde, eingedrungen. Durch die Geräusche wurde der 72-jährige Hausbesitzer geweckt und als er nachsah, traf er dann im Anwesen auf die beiden Täter. Die haben den Mann bedroht mit einem Messer und einer Pistole und haben die Herausgabe von Geld gefordert. Nachdem sie einige hundert Euro erhalten hatten, kam zufällig der 17-jährige Enkel des Hausbesitzers auch dazu, der ebenfalls durch Geräusche geweckt worden war. Und was danach passiert, wissen wir nicht genau. Die Sache eskalierte. Es kam dazu, dass einer der Täter dem 17-jährigen 4 Messerstiche mindestens beibrachte, was später zum Tod des jungen Mannes führte. Danach hat der Hausbesitzer versucht, oder hat dem einen Täter die Schusswaffe wegnehmen können und wurde aber in dieser Zeit auch verletzt von dem zweiten Täter, der mit dem Messer auch bei ihm zugestochen hat. Der 72-Jährige erlitt einen Schock und wurde ambulant wegen einer Handverletzung im Krankenhaus behandelt. Die weiteren Ermittlungen betreibt die Mordkommission beim Polizeipräsidium Rhein-Pfalz. Wir fahnden nach den beiden Tätern, die etwa 18 bis 20 Jahre alt geschätzt werden. Sie waren dunkel gekleidet und hatten eine dunkle Maskierung auf. Weiteres wissen wir nicht und in dem Zusammenhang bitten wir jeden, der in Ranschbach um diese nächtliche Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, sich mit den Ermittlungsbehörden in Verbindung zu setzen oder auch mit jeder Polizeidienststelle. Hat sich die Tat im Haus oder im Freien auf dem Anwesen ereignet? Die Täter waren in das Haus eingedrungen, sodass das Ganze innerhalb des Hauses stattgefunden hat. Kann man was sagen, wie die eingedrungen sind? Gibt es vielleicht auch Werkzeug, wo sie verwendet haben? Sind sie durch eine Tür gekommen? War was offen gestanden? Hierzu kann ich nur so viel sagen, sie gelangten irgendwie über das erste Obergeschoss in das Anwesen. Alles Weitere müssen wir noch ermitteln. Zu den Tätern vielleicht, kann man was sagen, die Herkunft der Täter, vielleicht auch anhand von Dialekt, hat es ein Gespräch gegeben? Was kann man dazu sagen? Nein, das gab uns bislang überhaupt keine Ermittlungsansätze. Da wissen wir noch nicht weiter. Wir vertrauen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Dankeschön, Herr Lindner, und viel Erfolg.